Er hat es mir hoch und heilig versprochen, der Verkäufer. Bei uns ist sowas nicht möglich. Da zieht es einen im Boden weg. Jetzt muss ich halt neben der Miete die Zinsen zahlen, die Kredite weiter bedienen. Sie haben Eigentumswohnungen gekauft, Kredite aufgenommen und Erspartes investiert. Nun droht ihr Lebenstraum zu platzen. Eine gewaltige Immobilienpleitewelle rauscht durch Deutschland. Tausende von Wohnungen drohen wegzubrechen. Wir sollten hier eigentlich schon im Juli eingezogen sein. Man ist irgendwo, weiß ich nicht, zwischen Frust, Traurigkeit, Motivation, Ärger, Hass. Vive la Rose. Mit diesem klangvollen Namen hat das Unternehmen Projektimmobilien diesen Wohnkomplex in Berlin-Pankow beworben. 52 Wohnungen, edel im Stil, zu 100% verkauft. Eigentlich sollten die Arbeiten längst abgeschlossen sein, stattdessen Stillstand, denn der Projektentwickler ist pleite. Ich bin jetzt Rentner und wollte das als sichere Rente, altersgerechte Wohnung, wollte da einziehen und wollte meine Restjahre halt da verbringen. Ne? Zunächst verlief alles nach Plan, erzählt Özkan Sukuzu. Er hat bereits mehrere hunderttausend Euro für seine Penthouse-Wohnung angezahlt. Ich habe hier zwei Wohnungen. Ich habe mir gehört, das komplette Terrasse und dieses komplette Reihe. Ich habe Durchbruch machen lassen. Doch der versprochene Einzug verzögert sich immer wieder. Anfangs zahlte Projektimmobilien dafür noch monatliche Verzugsstrafen. Dann war auch damit Schluss. In gewisser Weise habe ich mich täuschen lassen, auch durch diese Verzugszahlung, obwohl es ja eigentlich in meinem Interesse war. Ne? Und dann kam ein Punkt, wo diese Zahlung nicht mehr an dem Tag kam, wo sie immer kam, sondern nicht mehr kam. Ich natürlich Rabatz gemacht und gefragt, warum, weshalb, wieso. Die Zahlungen blieben aus, die Antworten auch. Doch warum? Dafür lohnt ein Blick auf das Geschäftsmodell. In der Regel steuert eine Dachgesellschaft, zum Beispiel eine Holding, einzelne Projektgesellschaften. Zu so einer Projektgesellschaft zählt zum Beispiel auch das Vive la Rose. Grundstücke werden erschlossen, bebaut, Wohnungen verkauft. Ein prächtig funktionierendes Geschäftsmodell, solange die Zinsen niedrig sind. Doch mit dem extrem hohen Zinsanstieg ist der Markt zusammengebrochen. Allein Projektimmobilien unterhält knapp 120 solcher Wohnbauprojekte in Deutschland, rund die Hälfte davon insolvent. Das aber könne gar nicht passieren, wurde den Käufern des Vive la Rose versichert. Wo die mir das verkauft haben, haben die gesagt, wir haben einen Topf, ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben schon die Menschen, die hier Geld investiert haben, wir haben schon alles schon in der Topf drin, was wir benötigen. Ihr müsst jetzt hier nur noch unterschreiben, dann werdet ihr euch auch hier ohne Kopf zu machen. Ich meinte, was ist, wenn ihr Insolvenz irgendwie anmeldet oder irgendwas passiert? Er hat es mir hoch und heilig versprochen, der Verkäufer. Bei uns ist sowas nicht möglich. Nun befürchten sie, dass ein Teil ihres Gelds dafür benutzt wurde, um Löcher an anderer Stelle zu stopfen. So etwas sei durchaus denkbar, sagt Fachanwalt Stefan Jäger. Das heißt, man schließt die Finanzierungslücken, die sich in dem einen oder anderen Objekt aufgetan haben, damit, dass man einfach ein neues Projekt beginnt, weil man weiß, dass die erste Anzahlung so hoch sein wird, dass man davon einen Teil abzweigen kann, um das notleidende Projekt vielleicht noch ans rettende Ufer zu bringen. Sollten Querfinanzierungen dieser Art stattgefunden haben, wäre das ein klarer Verstoß gegen geltendes Recht und möglicherweise auch ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Es ist eine Untreue gegenüber den Käufern, denen ja versprochen ist, dass das Geld für das Bauvorhaben, das sie fertig bauen sollen, verwendet wird, und zwar ausschließlich. Und es ist eine, wie ich gesagt habe, aus dem Bauforderungssicherungsgesetz abgeleitete Untreue, die dem Bauhandwerker gegenüber zur persönlichen Haftung führt. Also es ist eine nicht gestattete Querfinanzierung. Das wird dennoch gemacht. Aber wenn es rauskommt, ist es nicht so schön. Auch in diesem Rohbau mitten im Düsseldorfer Zentrum waren Dutzende von Wohnungen geplant. Seit Wochen ist die Baustelle verlassen, der Projektentwickler insolvent. Wenige Kilometer entfernt ein ähnliches Bild, ein weiterer Rohbau, auf dem die Arbeiten stillstehen. Auch in Düsseldorf bangen hunderte Käufer jetzt um Wohnungen und Geld. Düsseldorfs Planungsdezernentin Cornelia Zuschke beobachtet diese Pleitewelle mit Sorge.
Sie hatte fest mit der Fertigstellung gerechnet. Nun stehen allein in NRWs Landeshauptstadt mehrere hundert Wohnungen auf der Kippe. Mir macht's große Kopfzerbrechen, weil wir stehen natürlich auch in den Prozessen draußen bei den Menschen. Wir sehen, wie die Wohnungen gebraucht werden. Und von daher ist das natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation, weil es eben auch zum Teil halbfertige Projekte gibt, die vielleicht nicht fertiggestellt werden. Und man kann nur hoffen, dass die Projekte, die schon weit fortgeschritten sind, dann eben auch weiterentwickelt werden, von wem auch immer. Und dass das Geld aufgetrieben wird, dass das auch geht. Aber es ist natürlich insbesondere für die Betroffenen eine fast nicht auszuhaltende Situation. Baustopp und Pleiten. Nicht nur in Berlin und Düsseldorf ein Problem. In fast allen größeren Städten drohen Bauruinen und Brachen. Denn immer mehr namhafte Projektentwickler melden aufgrund hoher Baukosten und Zinsen Insolvenz an. Die Pleitewelle werde wohl noch größere Kreise ziehen, vermuten Experten. Wir haben einen unglaublich kleinteiligen Markt mit rund 16.000 Bauträgern in Deutschland. Und da sind einfach viele, die von einzelnen Projekten abhängen. Und da werden wir noch mehr Insolvenzen erleben. Gerade auch von den Kleinen kriegt man das gar nicht so mit. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Bautätigkeit enorm zurückgeht. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich deutlich weniger bauen, als wir benötigen. Für den ohnehin schon angespannten Wohnungsmarkt ein Alarmsignal. Denn allein im ersten Halbjahr 2023 sind Wohnbauprojekte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 54% eingebrochen. Die Formel ist eigentlich ganz einfach, denn wenn nicht genug gebaut wird, gibt es zu wenige Wohnungen am Wohnungsmarkt für viele tausend Menschen, die Wohnungen suchen. Derzeit fehlen über 700.000 Wohnungen am deutschen Mietmarkt und das zeigt am Ende auch die Konsequenz für den sozialen Sprengstoff, den es zweifelsfrei gibt. Die Leute können sich Wohnen in Deutschland heute kaum noch leisten. Um Pleitewellen künftig entgegenzusteuern und mehr Wohnraum zu schaffen, hat die Stadt Düsseldorf jetzt ein Maßnahmenpaket geschnürt. Dazu zählen zum Beispiel Vorkaufsrechte für unbebaute Grundstücke, als auch Förderung sozialer Wohnprojekte. Bauvorhaben, die allein auf kurzfristigen Gewinn zielen, sollen es künftig schwerer haben. Die Städte, das Land, die öffentliche Hand braucht gemeinwohlorientierten Wohnungsbau. Das kann aber auch über Genossenschaften, über kirchliche Träger, über Gemeinwohlträger im Allgemeinen auch geregelt werden. Und ich glaube, das sind gute Partner, denn die agieren aus dem Bestand heraus. Die planen nicht, um zu verkaufen, sondern die planen, um größere Bestände zu haben, die sie gut vermieten können. Und zwar in allen Bereichen der Gesellschaft. Und das sind die Gesellschaften, die bauen im Moment auch noch. Die bauen vielleicht nicht so groß und nicht so viel und nicht so gewaltig, aber die bauen stetig und kontinuierlich weiter. Gemeinwohlorientiert, das hatte Vive la Rose nie versprochen. Dafür aber 52 Wohnungen. Nun hängt alles ab vom Insolvenzverwalter. Er muss entscheiden, ob die laufenden Verträge erfüllt oder der Weiterbau eingestellt wird. Für viele Käufer wäre das der finanzielle Ruin und für das Stadtbild eine weitere hässliche Bauruine.